So, da bin ich wieder. Und zwar kommen wir jetzt zur Kategorie Hardware-Check. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Karton rauskramen hier, weil ich brauche nicht alles. So, und da wollen wir mal wegpacken. Den USB-Kabel brauche ich, den optischen brauche ich nicht. Den für die Xbox brauche ich auch nicht. Koaxial brauche ich nicht. Klinke zu Klinke brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche nur das Mikrofon und das. So, jetzt werden wir nämlich hier gleich mal so ein bisschen aufräumen und uns angucken, was wir jetzt hauptsächlich brauchen. Ich habe nämlich schon einen 5 Meter optischen Kabel gelegt vom Fernseher bzw. von der Playse zu meinem Sofa, weil dort soll sich alle befinden. So, diese brauchen wir auch nicht, diese Stromkabel. Die können wir erstmal wieder getrost in den Karton zurückpacken. Und dann wollen wir uns das mal angucken. So, als erstes packen wir mal hier den USB-Kabel aus. Den lasse ich aber noch verpackt, weil sonst liegt hier alles so viel auf dem Tisch rum. Geht ja jetzt erstmal nur ums Anschließen. So, ich mache das mal ein Stück höher, dass ihr das seht. So, der kommt dann einfach hier hinten in den dafür passenden Stecker. Da steht zwar PS3 Voice. Aber der ist genauso gut für PC, wenn ihr PC benutzen wollt. Das habe ich bei Hardware gesehen, also in der Kategorie Hardware, wo ich mir das Heftchen durchgelesen habe. Jetzt machen wir erstmal das Mikrofon ran. Zeige ich euch nochmal. Einfach ganz rechts rüber. So. Und dann einfach einmal drehen. So, bumm. Und schon ist es fest. Dann kann man so hin und her drehen hier vorne, weil so weit nach hinten braucht man es ja nicht. So, dann haben wir jetzt hier das soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir erstmal noch den Stromkabel ran machen. Wie machen wir das jetzt am besten? Am dümmsten. Ist er fest? Oh, der ist fest. Ah, einfach rauf, runterdrücken und ein Stück nach rechts und fertig. Haben wir Strom schon mal vorbereitet. So, dann kommt das logischerweise, denke ich mal, hier ran. Und das dann da unten. Weil wir wollen ja damit auch stellen, also muss jetzt ziemlich nah am Headset sein. Muss ich erstmal gucken, wo hier was ist. So. Ach so, hier, oh, ach, hier sind so gelbe Pfeile. Sehe ich gerade. Oh, wie steckt? Ist auch fest. Das ist gut. Also ist nicht zu locker oder wat, irgendwas dergleichen. Ist schön fest drauf. So, und dann schließen wir diesen. Ja, an welchen schließen wir den dann an? Ich nehme einfach mal den ersten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Achso, da haben wir auch einen weißen Pfeil und oben ist eine Einkerbung. Cool. Also hier oben, seht ihr schlecht. Hier an diesem, an dem Kabel, hier ist ein, das Weiße, was ihr da seht, das ist ein Pfeil. Und hier oben, da und da sind graue Pfeile. Also Dreiecke. Dass man wirklich weiß, wo man da dran stecken muss. Das ist gut. Weil viele sind manchmal etwas blind und sehen das nicht. Ich bin da keine Ausnahme. Ich leider nicht. Leider, leider nicht. Also ich sehe auch oft, sehr, sehr oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da bin ich keine Ausnahme. Ich bin da eher ein Paradebeispiel dafür. So, und den Stromkabel auch ran. So. Jetzt haben wir das hier befestigt. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir mal hier Strom an. Einmal drauf drücken. Müsste rein theoretisch heißen, dass es angeht. Ach, da leuchtet schon. Da leuchtet schon. So, jetzt muss ich mal wieder das Headset erstmal. Oh, doch, geil. Doch, leuchtet. Pro. Wartet mal, ich mach mal Licht aus. So. Das Pro leuchtet grün. Ich mag zwar kein Grün, aber das sieht wirklich geil aus. Das sieht geil aus. Also echt Hut ab. Das sieht wirklich hammergeil aus. So, jetzt haben wir das erstmal so angeschlossen. Wir haben jetzt noch keine Eingabequelle. Wir haben noch nichts angeschlossen für Musik. Und wir gucken uns jetzt erstmal das nochmal an. Im Hardware-Check. Das leuchtet jetzt so weißlich. So, jetzt machen wir mal. Achso, hier ist ein Lautsprecher. Voice. Ah, hier kann ich mein Voice laut und leise machen. Da habe ich vorhin ja nie gesehen.
Voice an und aus kann ich machen. So, was haben wir da? MVM, keine Ahnung. Voice aus und Voice an. Und da ist der Xbox. Ob das jetzt nur für Xbox ist oder für Headset an sich, weiß ich nicht. Das kann ich euch beim nächsten Gamecheck, das ist ja nur der Vorab-Gamecheck, wo wir uns jetzt erstmal wieder anzuschließen ist und so ankicken. Und es schafft wirklich jeder. Ist wirklich super simpel und ich bin voll heiß drauf, die zu benutzen. So. Ah. Leise blinkt es. Und laut blinkt es auch. Ah, Front. Ah, wie beim Vorgängermodell, verschiedene Farben. So. Rot. Jetzt ist wohl lauteste Stufe Front. Jetzt stellen wir mal, wo nehmen wir das untere? Das ist auch auf Blau. Das machen wir jetzt Rot. Ist ja geil, man kann wirklich alles einzeln einstellen. Das ist geil. Jetzt müsste ich eigentlich alle auf Rot haben. Jo. Jetzt nehmen wir einfach mal, weil ich sage mal, Subwoofer. Der muss nicht volle Pulle sein, wenn mir das Bass drin dröhnt. Blau, dann gehen wir erstmal ganz nach unten. Dunkelblau, grün. Na, gibt es noch eine Stufe nach unten? Nee. So, also grün ist die leiseste, also dieses dunkle Grün. Das seht ihr jetzt echt beschissen. Muss ich mal gucken, dass ihr das so seht. So, das ist ein ganz dunkles Grün. Ich werde mal die Lampe ausmachen, so seht ihr das am besten. So, das ist jetzt erstmal die Betriebsleuchte, dass das überhaupt an ist. So, und jetzt machen wir halt hier unten Grün. Also das ist so ein ganz giftiges Grün, das ist die leiseste Stufe. So, dann kommt ein dunkles Blau, also ein richtig kräftiges Blau. Das heißt, ist die nächste Stufe. So, machen wir mal ein Stück hoch. So, dann kommt Violett, möchte ich sagen, ist das. Dann kommt helles Blau, also so Aqua. Und dann kommt Rot. Das ist geil. Also das finde ich ist richtig geil. Mann. Oh, mir fällt gerade noch was auf. Mir fällt gerade noch was auf. Und zwar... Hier vorne, die leuchten jetzt grün. Mal gucken, ob da was passiert, wenn ich jetzt hier vorne was einstelle. Mach mal hier einfach. Ach so. Ist ja geil. Wenn man hier drauf drückt, sind die wohl alle resettet. Ist mir gerade aufgefallen, weil ich aus Versehen darauf gedrückt habe. Ist ja cool. Also das ist geil. So, und jedenfalls haben wir jetzt hier eine grüne Leuchte. Wir hatten auch irgendwo, hier waren die Knöpfe irgendwo. Bin ich bescheuert? Hier waren noch irgendwo Knöpfe. Logic und so was alles. Irrt mich da jetzt? Bin ich denn so bescheuert? Hatten wir da nicht Knöpfe zum links und rechts schieben? Oder täusche ich mich da jetzt? Achso, hier. Ah! Hier haben wir an der Seite, haben wir hier PL. Dann leuchtet es grün und diese weißlich. Nur grün. Grün und weißlich. So, jetzt haben wir hier noch Power. Und hier können wir auch noch laut und leise machen. Machen wir mal aus und machen wir mal volle Pulle. Da passiert nichts. Optisch. Hier ist nichts. Ich habe mir ja viele Berichte durchgelesen. Dann war beim Vorgängermodell, wo diese Dinger waren. So, lege ich mal hier optisch so ein bisschen hin, damit ihr das Grüne sehen könnt. So. Ja, das war's. Die Anschlüsse sind echt nicht. Coole Sache. Also geht echt schnell anzuschließen. Ich bin sehr heiß darauf, das jetzt in Aktion zu erleben, wie der Raumklang ist. Das fehlt mir. Das sieht richtig geil aus mit dem Grün.
Also das kommt richtig geil. Gut, ihr selber seht das natürlich nicht, wenn ihr aufnimmt oder allgemein zockt, aber ich finde es trotzdem geil. muss ja nicht jeder sehen, aber man weiß halt, dass es da ist und das ist schon mal geil. So, dann ist der erste Hardware-Check auf jeden Fall erstmal beendet, würde ich sagen. Ich muss das jetzt noch alles bearbeiten, bevor ich richtig anfangen kann zu zocken. Und dann werde ich nachher gleich anfangen zu zocken und euch die nächsten Tage natürlich noch ein Video nachschieben, wo mein Statement denn dazu nochmal, wo ich dann nochmal ein Statement dazu gebe, wie es jetzt nun wirklich ist beim Zocken, weil ich weiß es nicht, wie es in Aktion ist. Ich habe es nicht erlebt, aber so vom Optischen, von der Bedienung her, bin ich jetzt im ersten Augenblick schon mal richtig geflasht, weil es ist simpel im Prinzip, ist ganz einfach. Nicht zu viele Knöpfe, alle leicht zu erreichen, vor allen Dingen hier mit dem Drehteil finde ich richtig geil. Also man braucht nicht immer so machen, man einfach nach oben und gedrückt halten und wenn es laut genug ist, lässt man los. Also ist richtig geil. Kann ich echt nur empfehlen. Und vor allen Dingen hier, zack, bumm, habe ich schon, und schon sind die Kabel alle wieder ab. Das ist geil. Also das ist very hot, very hot. Also ich werde auf jeden Fall die Tage jetzt ausgiebig testen und mir blutet schon das Herz, dass ich 60 Tage weggehen muss, kann ich ja nicht oft genug erwähnen. Aber wenigstens habe ich es für 60 Tage, sagen wir mal so. Ich kann es testen, kann es euch präsentieren. Ja, und dann werden wir mal kicken, wie denn ist. Bis dahin verabschiede ich mich. Euer Odin sagt, Entschuldigung. Euer Odin sagt erstmal Tschüss.